Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir aber derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem Täter um einen Rechtsextremisten handelt und die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat. Dies legt insbesondere seine Biografie nahe. Auch ob der Täter alleine oder als Teil einer Gruppe gehandelt hat oder gar Teil eines Netzwerkes ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Meine Damen und Herren, ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle. Jetzt ist vor allem die Stunde der Ermittler. Als Tatmotiv kann derzeit nichts ausgeschlossen werden und deshalb gehen auch die Ermittlungen in alle Richtungen. Ungeachtet dessen, dass dies die Stunde der Ermittler ist, sage ich ganz klar, der Rechtsextremismus ist eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft.